Trotz der winterlich kühlen Darstellung waren sich Experte Albert Meyer und Händler Thorsten Schlössner sofort einig. Ihnen wurde bei diesem Gemälde ganz warm ums Herz. Das Bild hat Tiefe, ein wunderschönes Lichtspiel. Ja. Diese Schneelandschaft, die leuchtete ja schon so von Weitem. Das Motiv ist klassisch, klassische Antike. Da bin ich Feuer und Flamme. Das Bild ist Öl auf Leinwand gemalt, ist signiert mit Dmitri Lischenko. Dmitri Lischenko ist ein russischer Maler. Und es gibt von diesem Maler mehrere Werke, die bekannt sind. Nun, also grundlegend ist es so, dass ich den Einkauf von Objekten nicht abhängig mache von den Künstlern und Namen, die darunter stehen. Hier in dem Fall überzeugt mich die Qualität des Gemäldes. Man hat ja das Gefühl, dass man sofort dort spazieren gehen will, man will dort verweilen. Man sieht den flotten Pinselstrich, den sicheren Pinselstrich und das überzeugt mich dann sofort und das ist nicht immer abhängig von der Signatur. Was sagst du zum Zustand des Gemäldes? Der Zustand ist nicht mehr der allerbeste, muss ich dazu sagen. Es hat sehr viele Kraklees. Es ist auch ein kleines Loch drin, aber es ist Gott sei Dank noch genügend Leinwand da, damit man die hernehmen kann zum Flickern. Im ersten Moment erscheint es natürlich fatal, wenn man diese ganzen Schäden sieht. Schöner wäre es natürlich, wenn es die Restaurant oder diese Spuren eben nicht hätte. Aber es ist machbar und das sehe ich sofort, dass dich das restaurieren lässt und das scheut mich überhaupt nicht. Mein Preis wäre 1.500 bis 2.000 Euro. Recht herzlichen Dank. Sehr gerne. Viel Vergnügen, die Händlerinnen und die Händler sind guter Dinge heute. Wer startet? 500. 550. Mal 1.000. 1.050. Ja, am liebsten würde ich sagen, halt die Klappe, ne? Und hör doch mal auf zu bieten. Aber gut, Wolfgang ist natürlich ein ganz starker Konkurrent und er weiß, was er tut und er weiß, was er kauft. Aber ich schätze ihn sehr als Kollegen und habe gar kein Problem damit, wenn wir bieten und das eben teuer wird. Dann ist es ein gutes Objekt, weil sonst wird es nicht teuer. 1.400. Und schon sind wir bei 1.500. 1.800. 1.900. 2.000. 2.050. 2.100. 2.150. 2.200. Wie sieht's denn aus? Wollen Sie einen Thorsten verkaufen für 2.200 Euro? Ja, sicher, gerne. Also, Thorsten. Ja, dann freue ich mich, dann komme ich zu Ihnen. Es macht Freude, natürlich ganz klar, gegen einen doch starken Konkurrenten wie den Wolfgang an den Zuschlag bekommen zu haben. Ich freue mich natürlich. Ja, ja. Das Gemälde soll wieder strahlen. Thorstens gute Freundin und Restauratorin Gabriela nimmt sich diesem Wunsch an. Die Gabriela, die kenne ich von früher. Sie hat in vielen Museen gearbeitet als Restauratorin. Sie ist sehr berufserfahren und da bin ich sehr froh, sie an meiner Seite zu haben. Hallo Gabriele. Hallo Thorsten, grüß dich. Ja, du hast schon mal drauf geschaut. Ja, ich habe schon einiges festgestellt. Also hier haben wir Beulen in der Leinwand, eine Überdehnung. Also das Gemälde finde ich schon im Zustand sehr gut. Man darf nicht vergessen, um welche Zeit es entstanden ist und welche Zeiten es wohl mitgemacht hat. In den Kriegswirren vielleicht schnell vom Kahlraum genommen, eingerollt und versteckt. Ich nehme es an. Genau, ja. Die Arbeiten, die hier gemacht werden müssen, brauchen sehr viel Restaurationserfahrung, weil eben tatsächlich sehr viel Farbverlust da ist. Man muss dann wirklich an sehr gute Fachleute heran. Da freue ich mich schon auf das Ergebnis, weil das wird mit Sicherheit super werden. Schönes Bild, ja. Okay, bis bald. Also, ne? Bis bald. Gabi. Ciao. Gabriela legt sofort los. Einige Tage an Arbeit mit viel Fingerspitzengefühl liegen vor ihr. Man muss schon vorsichtig sein. Wenn ich jetzt mit dem Stechbeite abrutsche in die Leinwand, dann haben wir ein Loch drin. Und das darf nicht passieren. Deswegen ist immer ganz große Vorsicht und immer kleine Schritte machen. Zunächst wird die Leinwand sorgsam und vorsichtig aus dem Rahmen genommen. Danach muss sie abgepresst werden. Abpressen heißt, diese ganzen Falten und was hier bäulig ist, das kriege ich damit weg. Muss ja plan sein. Der Vorgang entzieht die Feuchtigkeit, entfernt Dellen aus dem alten Gemälde. Das muss jetzt ungefähr eine Stunde, sage ich mal, trocknen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und ebnet den Weg für die weitere Restaurierung.
Anschließend wird Kunststoffgewebe aufgebügelt. Die meisten Löcher entstehen durch mechanische Einwirkung. Mal irgendwo gegengefallen oder irgendwas ist dagegen gefallen. Manchmal ist es auch so, dass irgendeiner diese Knötchen von der Leinwand wegschneidet, weil ihm die zu dick sind. Nur das bleibt nicht bei einem kleinen Wegschneiden, das ergibt mit der Zeit ein Loch. Auf der Leinwand haben sich Klebereste verirrt, die von Gabriela nun entfernt werden. Anschließend bearbeitet sie einige Fehlstellen mit Leimwasser, um dem Gemälde wieder mehr Festigkeit zu geben. Jetzt kann die Leinwand wieder auf einen neuen Keilrahmen gezogen werden. Ausrichten, tackern, fertig. Jetzt kommt die Firnisabnahme oder das Ausprobieren von Abnahme von Oberflächenschmutz. Als Firnis wird die Versiegelung eines Gemäldes bezeichnet. Die Abnahme erfordert viel Geduld. Bei jeder Restaurierung ist auf jeden Fall die Firnisabnahme das waghalsigste, was es gibt. Weil immer weiß man nicht, wie die Farbe unten drunter reagiert. Mit Lösungsmittel geht die Restauratorin vorsichtig dem vergilbten Firnis an den Kragen. Das ganze Bild wird jetzt in dem Stil durchgereinigt. Und zwar ganz vorsichtig sich rantasten. Es dauert einfach, bis es sich anlöst, diese gelbe Schicht. Am nächsten Tag ist die alte Firnisschicht endlich ab. Nun kann sich Gabriela den Löchern in der Farbschicht widmen. Wir sind so ungefähr in der Mitte der Arbeitsschritte angelangt. Heute werden wir die Verkittungen durchführen und dann wird angefangen zu retuschieren. So, jetzt haben wir hier nochmal Wachskit, den ich warm mache. Mit ruhiger Hand und Sorgfalt füllt die Restauratorin die Fehlstellen aus. Dabei achtet sie penibel auf jedes Detail. Ja, ich versäubere jetzt die Kittstellen, das heißt, die überschüssige Masse der Kittung wird abgenommen, damit sich wirklich die Kittung alleine nur noch in den Vertiefungen befindet und nicht auf der Originalmalschicht. Eine Versiegelung mit Shellac schützt die restaurierten Stellen. Das A und O bei Restaurieren ist sowieso immer reversibel arbeiten. Das heißt, so arbeiten, dass man, wenn man noch mal dran gehen würde, alles rückgängig machen könnte. Sprich, die Retuschen kann man rückgängig machen, die Kittungen kann man wieder mit Wärme rausholen, wenn es nötig sein sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber hoffen wir mal, dass für die nächsten 50 bis 100 Jahre, dass dann irgendwie so stimmt hier. Vor der Farbretusche trägt Gabriela eine erste neue Schicht Firnis auf. Die perfekte Vorbereitung auf den wohl wichtigsten Arbeitsschritt in der Restaurierung. Ich passe jetzt auf, dass ich mit den Retuschen wirklich nur die Kittstelle erreiche und nicht in das Original reinkomme. Wie man hier sieht auf der Palette, man braucht also nur ganz wenig Farbe, um eine Stelle auszuretuschieren. Die perfekte Retusche verlangt jahrelange Erfahrung und ein besonderes Einfühlungsvermögen in den Pinselstrich und die Farbwahl des Malers. Nur so gelingt eine makellose Restaurierung. Also jetzt, wenn die Retusche zu Ende ist, schaue ich mir das Bild halt nochmal an. Und wenn alles in Ordnung ist und nichts nachgefirnisst werden muss an den einzelnen Stellen, dann ist es soweit in Ordnung und dann kann ich es Thorsten wieder abgeben. Gabriela bringt ihm das Bild höchstpersönlich in seinen Laden. Hallo Thorsten. Hallo Gabriela. Ich wollte dir dein Gemälde wiederbringen, frisch restauriert. Sehr gut. So, na. So. Das hat doch also wieder Farbe, ne? Sieht doch gut aus. Wunderbar, herrlich, dieses Blau und das Weiß da unten, ne?
bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Ganz toll geworden, wieder sauber geworden, frei von Nikotin und der gelbischen Verfärbung. Es erstrahlt wieder, es hat eine richtige Brillanz, wo man wirklich so diese winterliche Kühle regelrecht fühlen kann. Vielen lieben Dank. Du findest einen guten Käufer. Ja, auch ganz bestimmt. Also da bin ich ziemlich sicher. Ne? Okay. Danke dir. Tschüss, Gabriela. Also, tschüss. Ciao. Der Einkaufspreis waren 2.200 Euro, zuzüglich der Kosten der Gabriela, die ich dann eben noch genannt bekomme. Etwaiger Verkaufspreis des Bildes wird ca. 5.000 Euro sein. Strahlendes Gemälde, strahlender Händler. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann bitte abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann klickt doch einfach bitte hier oder hier.